Meine Damen und Herren, ich hatte heute früh die Geschichte der Physik in Heidelberg für die ersten 400 Jahre abgehandelt und war bis 1797, Frieden von Campo Formio, gekommen, wo der Universität der letzte Rest ihrer Existenzgrundlage entzogen wurde, und habe also jetzt die Absicht und wohl auch ganz gute Hoffnung, dass, wenn ich heute früh 400 Jahre geschafft habe, ich jetzt heute Nachmittag noch die letzten 200 Jahre schaffe. Nun, an sich im hohen Maße, in hoher Blüte stehende naturwissenschaftliche Forschung in Heidelberg, Großraum Heidelberg, wenn ich die Mannheimer Akademie mitnehme, ist ja, wie ich heute früh sagte, durch die Schließung der Mannheimer Akademie und dadurch, dass der Universität ihre gesamten Besitztümer in der Pfalz entzogen wurden durch den genannten Frieden, sozusagen völlig zum Absturz gekommen. Die Universität selbst war damals, wie ich auch schon erwähnte, muss man sagen, wirklich schon auch fast auf den Nullpunkt heruntergekommen, aber sie bestand durchaus noch. Speziell in der Physik, im Bereich der Physik und Naturwissenschaften, gab es sogar noch ein Element, was sozusagen relativ ganz gut am Leben war. Das war auch eine Errungenschaft von Karl Theodor, die ich heute früh noch gar nicht genannt habe, nämlich die Kameralhohe Schule. Gab es im Jahre 1769, gab es in Kaiserslautern einen Apotheker, der fand, man müsse etwas für die, auch aus rein praktischen Gründen, für die Bildung tun, und der eine Institution gegründet hatte, die nannte sich Physikalisch-Ökonomische Bienengesellschaft. Denn der Apotheker war Hobby-Imker. Diese Institution wurde bereits, in der es also um moderne Methoden der Industrie- und Landwirtschaftstechnik ging, wurde bereits 4 Jahre später von Karl Theodor in die Kameralhohe Schule umgewandelt. Man kann da drin so eine Kreuzung zwischen einer technischen Hochschule und einer Wirtschaftshochschule erblicken. Eine sehr interessante Schöpfung übrigens, die damals auch in Europa einigermaßen einzigartig war, insofern als es ja vor diesen entsprechenden Gründungen in Paris und Frankreich stattgefunden hatte. Und da gab es auch ab 1774 einen Professor für Physik und Chemie, das war der Herr Zuckow, zunächst noch ein junger Mann. In dem Zeitraum, in den wir jetzt eintreten, Anfang des 19. Jahrhunderts, ist ja aus dem jungen Herrn Zuckow inzwischen ein alter Herr Zuckow geworden, und mit dem werden wir es gleich noch zu tun kriegen. In diese Kameralhohe Schule, die inzwischen der Universität angegliedert war, ist auch die hervorragende Sammlung von dem Christian Meyer gekommen, den ich heute früh erwähnte, und der eine wunderbare physikalische Ausrüstung zusammengebracht hatte, die dann entsprechend seinem Testament für 500 Gulden an die Universität verkauft wurde. Und zwar war die Zweckbestimmung der 500 Gulden, dass sie als Stipendien für notleidende Studenten ausgegeben werden sollten. Das ist auch alles erfolgt, und das steckte jetzt auch in dieser Kameralhohen Schule drin, die ich Ihnen gleich auf dem ersten Dia zeige. Sie war untergebracht in dem Gebäude, der Portland Stiftung, was Sie alles kennen. Das sind hier diese merkwürdigen Torbögen, wo Sie dahinter diese Schiffe finden. Und das ist hier das Haus, in dem damals die Kameralhohe Schule war. Ist also sozusagen das zweite physikalische Institut in Heidelberg. Das erste war oben in dem obersten Stockwerk des Jesuitenkollegs, des Pfarrhauses von der Jesuitenkirche. Nun, die Universität wurde im Jahre 1803
von dem von Napoleon mit eingerichteten Großherzog von Baden, wurde sie neu gegründet, obgleich sie noch bestand. Diese Neugründung bestand darin, dass die wirtschaftliche Basis der Universität auf eine prinzipiell andere Basis umgestellt wurde, nämlich auf der wir uns noch heute befinden, dass die Universität aus staatlichen Mitteln, das heißt also aus dem Steueraufkommen, finanziert wird. Bis dahin war die Universität, wie ich Ihnen auch schon sagte, auf ihre eigenen Besitztümer und die Einkünfte aus den eigenen Besitztümern angewiesen, was in gewisser Weise auch aparte Aspekte hatte, weil die Ordinarien, die die richtigen Kursvorlesungen hielten, besonders in den Oberfakultäten, die kriegten eine Fründe, ein schönes Gütlein zum Beispiel an der Weinstraße, wo sie dann ihren eigenen Wein ernten konnten. Und das muss eigentlich auch ganz attraktiv gewesen sein. Also mit all diesen Sachen war jetzt Schluss. Die Gütlein waren sowieso alle weg. Und von da an ist die Universität im Wesentlichen auf der wirtschaftlichen Basis, auf der wir sie heute noch finden. Es wurde dann in der Physik auch ein Professor berufen, und zwar ein Herr namens Wilhelm Gottlieb Kastner. Der war ein Mann, so wie man ihn sich besser in dieser Zeit gar nicht vorstellen konnte. Ein ganz junger Mann, der Prototyp eines jungen Wissenschaftlers aus der Romantik. Ich weiß nicht, von Keller gibt es so eine Geschichte, das Sinngedicht. Da kommt so ein Mann vor, das könnte der Kastner geradezu Modell gestanden haben. Die Studenten waren von ihm begeistert. Der alte Sukko war von ihm dementsprechend natürlich nicht begeistert, weil die Studenten halt eben zum Kastner gingen und nicht zu ihm in die Vorlesung. Im Übrigen hatte der Herr Sukko saß auf seinen Apparaten, und Herr Kastner hatte nichts, hatte kein Labor und kein Nichts. Nun, das führte dann zu zweierlei Zwistigkeiten. Erstens mal machte Herr Kastner Eingaben an die Landesregierung. Er wollte auch ein Labor haben oder wenigstens Zutritt zu dem Labor von dem Herrn Sukko. Und daraufhin erfolgte der Bescheid im Jahre 1807, die Staatsregierung erklärt der Universität, dass das Erfinden im Scientifischen, also in der Wissenschaft, für das Geschäft des Gelehrten, aber nicht für jenes des Lehrers halte, welcher als solcher gleich dem Richter nicht die Gesetzgebung, sondern die Ausführung der gegebenen Gesetze zu berücksichtigen habe. Punkt. Also da kriegte er kein Labor und das war auch gar nicht nötig, nach der Meinung. Und im Übrigen meuterte die Fakultät dann auch noch auf Betreiben von Herrn Sukko aus einem anderen Grunde gegen ihn, weil er nämlich zum Entzücken der Studenten eine freigehaltene Vorlesung, ohne dass er aus einem Buch vorlas, und er stellte sich einfach hin und las da also wunderschön die Physik aus dieser frühromantischen Epoche. Und da hieß es, ja, es ist gar nicht ersichtlich, nach welchem angenommenen System er lehrt. Und das ist natürlich auch ganz gefährlich, wo kämen wir dahin, wenn da jeder Professor erzählen wollte, was ihm gerade in den Sinn kommt, ohne dass man wirklich dingfest machen kann, was da gelehrt wird. Höchst gefährlich. Nun, diesem Anwurf entzog sich Herr Kastner, indem er kurzerhand ein Buch schrieb, oder genauer gesagt sogar in zwei Bänden, Dr. Kastners Experimentalphysik. Es ist absolut fantastisch und faszinierend, da drin zu lesen. Es ist also wirklich schön geschrieben. Und es ist auch interessant, dass das ist im Jahre 1809 geschrieben, dass also die neuesten Ergebnisse von Gay-Lussac und von Dalton, alles steht drin. Er entschuldigt sich noch, dass er nicht die neue Theorie der Kapillarität von Laplace mit aufgenommen hat, weil er es zu spät erst in Erfahrung gebracht hat.
Alles übrigens mit Literaturzitaten. Es gibt sogar, was 1809 eine Sensation war. Es gibt da drin das Meter und das Kilogramm. Und also das war jedenfalls, man kann schon verstehen, weshalb die Studenten von diesem Mann fasziniert waren. Den alten Suko muss das natürlich furchtbar geärgert haben, dass er nun also jetzt sein System vorzeigen konnte, auch der Behörde vorlegen konnte. Und daraufhin hat Herr Suko dann auch ein Buch veröffentlicht, ein Lehrbuch, wobei ich allerdings glaube, dass, wie das so die älteren Professoren an sich haben, er nicht angefangen hat, nachdem das Buch von dem Kastel erschienen war, sondern dass er schon viele Jahre vorher daran gearbeitet hat. Aber wie ihm auch sei, wenn man dieses Buch jetzt aufschlägt, dann wird einem der unerhörte geistige Gegensatz zwischen diesen beiden Leuten wird einem schlagartig klar. Und da gab es natürlich keine Verständigung. Übrigens ist der Suko ist überhaupt kein Physiker und hatte mit der Physik große Schwierigkeiten. Er war ein ganz erstklassiger Chemiker der alten Schule. Und wenn man sich über die chemische Technologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts informieren will, ist das hier eine hervorragende Quelle. Gut, aber dem Kastner wurde es dann doch recht bald zu bunt in Heidelberg und insbesondere dieser Labormangel hat ihm nicht gefallen und er ging 1816 nach Jena. Dann kam sein Nachfolger, war ein Herr Georg Wilhelm, war 1812, Entschuldigung, ging Kastner nach Halle. Und sein Nachfolger war ein Herr Jakob Friedrich Fries. Den habe ich hier auch im Bilde. Da sieht man ihn. Herr Jakob Friedrich Fries war bereits Professor in Heidelberg, und zwar Professor der Philosophie. Und er wurde eben von der Hochschulaufsichtsbehörde dazu verdonnert, auch den Professor für Physik zu machen. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Und also jedenfalls war damit natürlich auch das Problem mit dem Universitätslabor gelöst. Denn Herr Fries wäre todunglücklich gewesen, wenn man ihm auch noch ein Labor angehängt hätte. Und er mochte die Physik überhaupt nicht. Das kommt in Äußerungen zum Ausdruck, dass ihm wieder die Physikvorlesung den ganzen Sommer verdorben hätte. Daraufhin wird man meinen, dass auch die Qualität seiner Physik vermutlich ziemlich mäßig war. Mit Erstaunen stellt man fest, dass auch Herr Fries ein Buch geschrieben hat. Das ist also deutlich kürzer als die anderen Werke. Wenn man das Buch aufschlägt, ist man total verblüfft. Nicht nach dem Inhaltsverzeichnis, sondern wenn man es durchliest, stellt man folgende Gliederung fest. Es geht also hier los dann in der Experimentalphysik. Zunächst mal über eine Einleitung über das Verhältnis des Naturforschers zur Natur. Also gut, was da drin steht, ist eine zweite Frage. Jetzt erster Abschnitt, Bewegungslehre. Materie, Kräfte, Kinematik, Relativitätsprinzip, Erhaltung des Impulses. Zweiter Abschnitt, Phänomene der Schwerkraft, Gewicht, freier Fall, Wurf, Pendel, Hydrostatik, Luftdruck, Barometer und so weiter und so weiter, geht bis schließlich Keplersche Gesetze, Newtonsches Gravitationsgesetz, Milchstraße, extragalaktische Sternsysteme. Dritter Abschnitt, Phänomene der Kontaktkräfte, Flüssigkeiten, Kohäsion, Adhäsion, rein Kristallisation, wobei er übrigens schreibt, eigentlich müsste es ja Atome geben. Damit könnte man die Kristalle leicht erklären. Aber das kann nicht sein, weil auch Herr Kant bereits nachgewiesen hat, dass es keine Atome geben kann. Nun, dann kommen chemische Prozesse. Dann geht es weiter. Vierter Abschnitt. Bewegung ohne Massentransport. In Klammern direkte sinnliche Wahrnehmung. Akustik. Geräusche und Töne, transversale und longitudinale Schwingungen, Hörbereich von 32 Hertz bis 16 Kilohertz, Schallgeschwindigkeit, Schallreflexion und so weiter. Dann Optik,
Lichtstrahlen, Reflexion und so weiter. Alles kommt dran. Zum Schluss eine hervorragende Theorie, Wellentheorie gegen Korpuskulartheorie. Das war ja damals noch eine offene Frage. Wärmelehre, Temperatur, Thermometer, Wärmekapazität und so weiter, wie man es heute auch in Büchern findet. Und zum Schluss eine Diskussion, Wärmebewegung und Wärmestoff. Alles im Jahr 1816 ist das geschrieben. Ja. Dann Bewegungen ohne Massentransport, in Klammern indirekte sinnliche Wahrnehmung. A, Elektrizität und so weiter. Nicht? Also es ist überhaupt kaum zu fassen, wie ein Mensch, der ein so hervorragendes Verständnis für die Physik hat, die Physik nicht gerne mögen konnte. Das ist für mich absolut unverständlich. Nun, es gibt bei dem Herrn Fries noch andere Sachen, die unverständlich sind. Zum Beispiel ist er 1816 hervorgetreten als Autor eines Pamphlets, in dem zur Ausrottung der Juden aufgefordert wird. Einige Jahre später gab es in Heidelberg auch große Ausschreitungen gegen die Juden. Da war aber Fries nicht mehr da. Aber immerhin, man ist absolut erschüttert, was der Mann dann nun wieder fertiggebracht hat. Nun, er ging 1816 ging er nach Jena und wir gönnen es ihm herzlich aufgrund seines antisemitischen Pamphlets, dass es ihm dort nicht so besonders gut ging. Er wollte nun eigentlich jetzt sich ganz der Philosophie wieder widmen und musste zweierlei erleben. Erstens, dass sein wissenschaftlicher Kontrahent, ein gewisser Herr Hegel, der wurde nach Heidelberg berufen, auf den Friesischen Lehrstuhl, das hat ihn natürlich schon mal geärgert. Und zweitens nahm er an dem Wartburgfest teil und das brockte ihm ein, dass er ein Lehrverbot für Philosophie kriegte und bis an sein Lebensende Physik lehren musste. Also so viel den Herrn Fries, über den Herrn Fries. Nach Friesens Nachfolger war ein Herr Munke. Herrn Munke, will ich Ihnen auch zeigen, war wiederum ein gänzlich anderer Geist als seine beiden Amtsvorgänger. So, hier sehen Sie Herrn Munke. Er macht im Gegensatz zu dem, wenn man ihn genau ansieht, doch so ein bisschen aggressiven Fries, macht er einen eher verträumten Eindruck. Und auch unmittelbar nach seinem Amtsantritt zog die Physik um aus der Kameralhohen Schule, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, in dieses Gebäude, das keiner von Ihnen kennt, weil es nämlich inzwischen abgerissen ist. Das ist das Dominikanerkloster, welches sich da befindet, wo heute, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, die Anatomie, also Friedrichsbau nennt man das, in der Hauptstraße steht. Und in diesem Gebäude war also nicht nur die Physik untergebracht, sondern auch die Chemie, die Biologie, die Anatomie, praktisch sozusagen alles, was heute im Neuenheimer Feld plus Philosophenweg sich befindet. Und da hatte also Herr Munke sowohl seine Dienstwohnung als auch einige Zimmer für Laborzwecke. Aber er hat davon eigentlich nicht so besonders regen, also er hat damit von wohl regen Gebrauch gemacht, aber nicht mit direkt nachvollziehbarer Forschung. Was mit dem Herrn Munke los war, erfährt man, wenn man in die Bücher von dem Herrn Munke guckt, hier, da sind sie, wie ich das Buch aufgeschlagen habe, lese ich Folgendes. Da ist man in der Wärmelehre, gerade vorher wurde die Verbrennung von Kohle und das Heißwerden von Misthaufen behandelt. Eine der merkwürdigsten Erscheinungen, welche unter diese allgemeine Klasse zu rechnen sind, ist die Selbstverbrennung des Menschen.
vorzüglich weiblichen Geschlechts, bejahrter, vor allen Dingen sehr korpulenter und dem übermäßigen Genuss geistiger Getränke ergebener, ohne dass jedoch dieses notwendige Bedingung sei. Die Erscheinung ist durch das Beispiel der Gräfin Zangari und derjenigen, jetzt kommen also noch ein paar andere, bestens belegt. Und dann kommt ein sehr interessanter Fall, ist die Selbstverbrennung des Priesters G. Maria Bertoli aus Valiere, welchen Bertaglia beschrieben hat. Dieser Geistliche, welcher weder korpulent noch dem Genusse geistiger Getränke ergeben war, kam ermüdet von einer etwas langen Fußtour bei einem Bekannten an, entkleidete sich allein in einem Zimmer und als sein Wirt auf ein erhobenes Geschrei hinzukam, fand er ihn auf dem Boden liegen, bemerkte eine Flamme in der Gegend seiner Schultern, welche die Kleider nicht entzündete. Der Patient redete irre, verschied bald nachher und ging schnell in Verwesung über. Von einem anderen wird erzählt, dass sich plötzlich am Mittelfinger der rechten Hand eine Flamme zeigte, welche die Kleider entzündete, als er ihn daran rieb. Jedoch wurde dieser Patient geheilt. Also, das geht jetzt noch mit den möglichen Erklärungen dieses Phänomens über einige Seiten. Ich will Ihnen das ersparen. Wenn man anderen Stellen in das Buch reinguckt, wird es leider nicht viel besser, muss man sagen. Es ist also, hier ist der Punkt erreicht, wo man über die Heidelberger Physik sagen kann, nun kann es nur noch aufwärts gehen. Es ging auch aufwärts. Es gab da einen Herrn Jolly, der war der Sohn des Bürgermeisters von Mannheim und stammte aus einer Refugierfamilie, die als Seidenwirker von Frankreich nach Mannheim gekommen waren. Und Herr Jolly hat erst in Heidelberg studiert, dann ging er nach München und Wien. Wien fand er eine Phäakenstadt, wo man zwar lustig leben kann, aber nichts weiter lernt. Berlin machte neben seinem Studium noch eine Mechanikerlehre, weil er nämlich ein großer Praktikus war. In Berlin hat es ihm sehr gefallen bei dem Herrn Magnus, der da ein guter Professor war. Er wurde dann außerordentlicher Professor der Mathematik in Heidelberg und als Munke im Alter von 77 Jahren schließlich starb, wurde er dessen Nachfolger als Physikprofessor. Jolly war ein hervorragender Organisator und ein großer Praktikus. Das Erste, was er tat, war, dass er ein physikalisches Praktikum einrichtete. Meines Wissens das erste überhaupt in Deutschland. Also für die Studenten, wo die Studenten halt eben da diese Praktikumsversuche machen, wahrscheinlich einige ähnlich wie bei uns heutzutage. Und dann kümmerte er sich sofort um einen Neubau. Daraufhin wurde dieses schöne denkwürdige Gebäude abgerissen und an der Stelle dieser Friedrichsbau errichtet, vor dem jetzt dieses Bunsen-Denkmal steht in der Hauptstraße. Die Physik kam während der Zeit in das gegenüberliegende Gebäudehaus zum Ritter, wo auch noch die Tafel ist, die an die großen Forschungsereignisse erinnert, die sich alsbald in diesem Hause abspielten. Was Jolly selber gemacht hat, ist mehr auf dem messtechnischen Gebiet. Zum Beispiel konstruierte Jolly das erste wirklich für wissenschaftliche Zwecke brauchbare Gasthermometer. Sie können das Exemplar sogar noch hier draußen in den Schränken bewundern. Ich hoffe, dass Herr Jolly es mir nicht übel nimmt, wenn ich sage, dass die größte Leistung, die er für Heidelberg getan hat, war allerdings, dass er 1854 den Ruf nach München annahm. Es war insofern eine ganz tolle Sache, weil da gab es nämlich in der Chemie, der es im Ganzen besser gegangen war. Die fingen gleich mit den Gmelin, fingen die auf einem ganz anderen Niveau an. Da gab es inzwischen den Herrn Bunsen. Der Herr Bunsen hatte vorher in Breslau einen jungen Mann namens Kirchhoff kennengelernt und hat sich
sofort dafür eingesetzt, dass Herr Kirchhoff dann der Nachfolger von dem Jolly wird. Kirchhoff, ich will jetzt noch ein bisschen darauf verwenden, das muss man sich klar machen, was der Kirchhoff eigentlich für die Physik geleistet hat. Also zunächst mal kennt ja jeder die kirchhoffschen Gesetze, mit denen man die Ströme in so einem Netzwerk von Widerständen und Drähten und so weiter ausrechnen kann. Das hat in der Tat Kirchhoff zunächst mal berühmt gemacht. Das hat er noch als Student bearbeitet, dieses Problem. Und zwar hat er eine Preisaufgabe gelöst, die nicht so einfach war, wie wir heutzutage die kirchhoffschen Gesetze sehen. Da ging es darum, eine Kreisplatte ist an Endpunkten mit irgendwelchen Spannungsquellen gespeist. Man berechnet die Ströme in der Platte. Und bei der Gelegenheit, Kirchhoff hat also dieses Problem mit Bravour gelöst und hat bei der Gelegenheit diese kirchhoffschen Gesetze, die heute jeder Elektrotechniker ständig mit sich führt, entwickelt. Das, in seiner Heidelberger Zeit hat dann Kirchhoff zwei Sachen gemacht, die tatsächlich das Fundament für die Physik des 20. Jahrhunderts gelegt haben. Nämlich erstens den Kirchhoffschen Satz hat er aufgestellt, der besagt, dass wenn Sie einen irgendwie gearteten Hohlraum haben, der sich auf der Temperatur T befindet, dass in diesem Hohlraum sich Strahlung ausbreitet, isotrop und in allen Richtungen, und dass diese Strahlung ein Frequenzspektrum U von μ und T hat, eine Energiedichte, die von nichts anderem, absolut von nichts anderem, als von μ und von T abhängt. Völlig unabhängig, wie die Form des Körpers ist, woraus die Wände bestehen und so weiter. Das hat Kirchhoff gefolgert aus den Prinzipien der Wärmelehre, aus dem ersten und zweiten Hauptsatz der Wärmelehre. Und dieser Kirchhoffsche Satz bildet sozusagen letztendlich die Grundlage, auf der die Quantentheorie entstanden ist. Denn nun ist es natürlich eine Herausforderung für die theoretischen Physiker, diese Funktion U von Nü und T zu berechnen. Und das ist erst Max Planck gelungen, der mit dieser Berechnung bekanntlich die Quantentheorie begründet hat. Das zweite ist die Ihnen natürlich geläufige Entdeckung der Spektralanalyse, die er zusammen mit Bunsen gemacht hat. Und die Untersuchung der Atomspektren hat, wie Sie alle wissen, oder jedenfalls jeder, der weiß, der etwas von Physik gehört hat, bildet tatsächlich die Grundlage, auf der man zum Verständnis der inneren Struktur der Atome gekommen ist. Also man kann wirklich sagen, dass Kirchhoff ein fantastisches Maß an Fundamentalforschung geleistet hat. Zu dieser Zeit gab es Kirchhoff, Bunsen und als dritte geistige Größe allererster Klasse Helmholtz hier in Heidelberg, und die drei arbeiteten eng zusammen und verstanden sich auch privat sehr gut. Und das war also eine solche Glanzzeit in Heidelberg, die mit einem Schlage auch Heidelberg zu einer der berühmtesten Lehr- und Forschungsstätten der Welt avancieren ließ auf dem Gebiet der Physik. Nun, ich sollte Ihnen noch ein paar Bilder zeigen dazu. Hier sieht man den Herrn Jolly. Hier sieht man das Haus zum Riesen, in dem die Spektralanalyse entwickelt wurde. Hier sieht man diesen Friedrichsbau, in dem dann, nachdem dieser Neubau fertig war, dann die Physik und mit anderen Instituten natürlich zusammen einzog. Hier sieht man den jugendlichen Kirchhoff. Hier sieht man Herrn Helmholtz. Und ja, diese Glanzperiode wurde beendet
dadurch, dass zunächst mal Herr Helmholtz einen Ruf nach Berlin annahm im Jahre 1871 und auch Herr Kirchhoff, der an sich so und so viele Rufe abgelehnt hatte, schließlich sich entschloss, nach Berlin zu gehen. Das war wohl einerseits bedingt, dass er gern mit dem Helmholtz zusammen schaffen wollte. Andererseits hatte es auch persönliche Gründe. Herr Kirchhoff war erstens schwer gestürzt und hatte sich da das Bein gebrochen, sodass er also an den Rollstuhl gefesselt war und überhaupt nur unter großen Schmerzen leben konnte. Dann war auch seine Frau gestorben, was ihn ziemlich zu Boden gedrückt hat. Und jedenfalls hatte er irgendwie keinen rechten Mumm mehr in Heidelberg weiterzuarbeiten. Diese großen Leute so gewürdigt habe, darf ich mir vielleicht erlauben, noch so ein bisschen an den Standbildern zu kratzen. Das bezieht sich auf die Lehrtätigkeit. Da gibt es einen gewissen Herrn Max Planck, der in Berlin bei Helmholtz und Kirchhoff Vorlesungen gehört hat und der Folgendes schreibt. Allerdings muss ich gestehen, dass mir die Vorlesungen keinen merklichen Gewinn brachten. Helmholtz hatte sich offenbar nie richtig vorbereitet. Er sprach immer nur stockend, wobei er in einem kleinen Notizbuch die nötigen Daten heraussuchte. Außerdem verrechnete er sich beständig an der Tafel und wir hatten das Gefühl, dass sich selber bei diesem Vortrag mindestens ebenso langweilte wie wir. Die Folge war, dass die Hörer nach und nach wegblieben. Schließlich waren es nur noch drei, mich und meinen Freund, den späteren Astronomen Rudolf Lehmann, Figuier eingerechnet. Im Gegensatz dazu trug Kirchhoff ein sorgfältig ausgearbeitetes Kulikheft vor, in dem jeder Satz wohl erwogen an seiner richtigen Stelle stand. Kein Wort zu viel, wenig, kein Wort zu viel. Aber das Ganze wirkte wie auswendig gelernt, trocken und eintönig. Wir bewunderten den Redner, aber nicht das, was er sagte. Das mag übrigens mit dem schweren Schicksal von Kirchhoff zusammenhängen und es kann sehr wohl sein, dass die Vorlesungen in Heidelberg sehr viel besser waren. Aber jedenfalls hat der Herr Planck hat dann den Schluss gezogen, dass er sich lieber mit Hilfe von Büchern weiterbildet und war besonders begeistert dann auch von dem Herrn Clausius, von dem er dann später auch noch zu tun hatte. Gut, Kirchhoffs Nachfolger wurde Georg Quinke, den Sie von der Quinke-Straße zum Beispiel kennen. Die Kirchhoffstraße muss man merkwürdigerweise mit der Lupe suchen. Nur Eingeweihte wissen, wo sich in Heidelberg die Kirchhoffstraße befindet. Was jetzt Herrn Quinke betrifft, hatte er an sich auch ein Forschungsziel, was sozusagen sehr hoch gesteckt war und tiefgründig, nämlich er wollte den Zusammenhalt der Materie irgendwie ergründen. Ja, wie das funktioniert. Dazu untersuchte er Kapillarität, Kohäsionskräfte, Metalloptik, elektromagnetische Effekte, Stoffkonstanten, Grenzflächen, Biosubstanzen, Kolloide und so weiter. Ist aber irgendwie, er hat eine große Zahl von, sagen wir mal, praktisch verwertbaren Materialkonstanten zunächst ermittelt, ist aber seinem eigentlichen Ziel irgendwie nicht nahegekommen. Das war auch auf diese Weise nicht zu erreichen, wie wir heute wissen. Mit seinen Biosubstanzen war er der Zeit sozusagen voraus, indem man eben gerade jetzt anfängt, sich mit der Struktur dieser Materieformen zu beschäftigen, die ja nicht in das Schema gasförmig, flüssig und kristallin oder amorph hineinpassen. Nun, zum Beispiel, wenn Sie hier im Institut waren, bei den Laserleuten haben Sie zweifellos gesehen, wenn es Ihnen auch nicht gesagt wird, da gibt es jede Menge von Pockels-Zellen und solchen schönen Sachen. Der Herr Pockels, der diese interessanten Effekte entdeckt hat, auf denen diese Sache beruht, war hier in Heidelberg bei Quinke Extraordinarius und
Im Übrigen ist Herr Quinke, muss man schon sagen, durch einfallsreiche und hervorragende Messtechnik hervorzuheben. Er war ein höchst sparsamer Mensch außerdem. Also in seinem Praktikum mussten die Studenten das CGS-System lernen. Das hieß nicht etwa Zentimeter Gramm Sekunde, sondern Kork-Glas-Siegellack. Das waren die einzigen Substanzen, aus denen sozusagen die physikalischen Apparate zu bauen waren. Gut, Herr Quinke ist also, ohne dass er wirklich mit seiner Forschung sein Ziel erreicht hat, dann 1907 emeritiert. Sein Nachfolger war Philipp Lennart, der später einer der ersten Nobelpreisträger wurde. Er hatte bei Quinke noch promoviert, und zwar über die Schwingungen von einem Wasserstrahl, der so herabfiel und der irgendwie so schwang. Ein merkwürdiges Promotionsthema, was aber mit dieser Quinkeschen Forschung natürlich zusammenhing. War dann zu Heinrich Hertz nach Bonn gegangen und hatte dort als Assistent von Hertz die Anregung gekriegt, sich mit bestimmten Aspekten der Kathodenstrahlen zu befassen. Nun, was diese Kathodenstrahlen sind, will ich Ihnen jetzt hier erstmal vorführen noch. Und zwar, wenn man ein Rohr nimmt, in dem sich vorne und hinten eine Elektrode befindet. So. Und dieses Rohr evakuiert. Und dann eine Spannung anlegt, dann sieht man darin Leuchterscheinungen. Und da sehen Sie, dass diese Leuchterscheinungen dann ganz merkwürdige Strukturen kriegen. Und je weiter das Vakuum heruntergeht, hier sehen Sie schon, dass hier sich so ein violettes Schimmern zeigt. Und je weiter das Vakuum heruntergeht, desto schwächer wird hier dieses rosane Leuchten, was Sie im Prinzip von den Leuchtröhren ja kennen. Ich wollte Ihnen ohnehin die Kathodenstrahlen in einer, also wenn man das noch weitermacht, dann sehen Sie plötzlich fast nichts mehr, nur noch so ein grünliches Schimmern und so ein bisschen weißliches Leuchten in diesem Rohr, was Sie nicht erkennen können. Und deshalb habe ich hier noch einen zweiten Versuch, wo man das Wesentliche viel besser erkennen kann. Da hat man also hier in dem der Druckgrad richtig eingestellt ist. So, hier ist eine Platte und hier ist eine Platte und das ist hier das Rohr, was genau sich so verhält wie dieses lange Rohr, was ich hier habe. Jetzt kann ich mal diesen Anschluss hier oben auf die gegenüberliegende Seite verlegen. Jetzt wollen wir sehen. Dann sieht man, dass die Gasentladung, die muss jetzt also zwischen diesen beiden angeschlossenen Polen brennen, aber siehe da, auch hier, wo gar nichts angeschlossen ist, kommen irgendwelche Strahlen hin, denn das leuchtet ja ganz hellgrün, Sie können das wahrscheinlich sogar sehen. Und wenn man hier mit einem Magneten kommt, dann sieht man, dass diese Strahlen in gewaltigem Maße beeinflusst werden. Nicht? Also hier ist der Minuspol, also die Kathode, und anscheinend aus dem Teil der Gasentladung, der direkt von der Kathode ist, kommen diese Strahlen heraus und erzeugen auf der Wand des Glases dieses grünliche Leuchten und sind mit einem Magneten ablenkbar. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist eine schwierige Frage, besonders wenn man über die Elementarteilchenphysik so viel weiß, wie man 1895 wusste, ist das gar nicht leicht herauszukriegen. Also dieses Phänomen als solches hat Lennart in keiner Weise entdeckt, sondern Lennarts Leistung bestand darin, dass er herausgebracht hat, dass diese Strahlen
wenn man hier an der Stelle jetzt ein ganz dünnes Fenster anbringt, eine dünne Aluminiumfolie, ins Freie hinauslaufen und dass man mit diesen Strahlen auch experimentieren kann. Lennart hat nicht gemerkt, dass das, was wir hier sehen, nichts anderes sind als Elektronen. Das Elektron war nicht entdeckt, nämlich, und er wurde dann 1897, glaube ich, von G.G. Thomson in England genau mit solchen Versuchen entdeckt, der das Verhältnis von elektrischer Ladung und Masse und so weiter bestimmte. Das hat Herrn Lennart natürlich furchtbar geärgert, dass er zwar diese Durchdringung der Materie untersucht hatte, aber die wahre Natur der Kathodenstrahlen nicht bemerkt hat. Weshalb er den Nobelpreis gekriegt hat, hängt damit zusammen, dass er aus seinen Schlüssen eine in der Tat fundamentale Erkenntnis gezogen hat, nämlich dass das Innere der Atome im Wesentlichen leer ist. Er hat auch ausgerechnet, dass also die sozusagen undurchdringliche Materie in einem Kubikmeter allenfalls einen Kubikmillimeter oder sowas ausmachen könne. Gut, das ist also Philipp Lennart. Er war zu seiner Zeit, als Klinke starb, der berühmteste Physiker in ganz Deutschland. Und insofern war es auch ein ganz richtiger Beschluss der Berufungskommission, auf den berühmten Heidelberger Lehrstuhl den berühmtesten Physiker zu berufen, nämlich Herrn Philipp Lennart. Herr Lennart, damals Professor in Kiel, hat dann als erstes den Neubau eines physikalischen Instituts verlangt. Und zwar in erster Linie deshalb, weil es inzwischen auf der Hauptstraße, wo das alte physikalische Institut lag, die Straßenbahn fuhr. Und die hat ihn bei seinen Versuchen ganz gewaltig gestört. Und deshalb wurde dann nach einigem Hin und Her dieses Institut gebaut. So wie Sie hier es heute sehen, das ist also von Lennart auf Lennarts Betreiben gebaut worden. Und zwar hat Lennart im Wesentlichen gedacht, ich mache mal das Institut so ähnlich, wie es in Kiel war, aber doppelt so groß. Und dann wurde das Institut aber in Wirklichkeit viermal so groß, weil nämlich begeistert von den neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen betreffend die Strahlen, nicht damals waren die Röntgenstrahlen entdeckt, damals wurde die Radioaktivität entdeckt und Lennart galt eben als ein großer Strahlenphysiker, hat er gesagt, ich stifte noch ein Institut, noch 200.000 Goldmark für den Bau eines radiologischen Instituts, vorausgesetzt, dass die Landesregierung nochmal den gleichen Betrag drauflegt. Und das hat sie nach einem Hin und Her auch gemacht und das ist sozusagen der hintere Teil des Hauses. Dadurch ist der für diese Zeit unerhört große Bau eines physikalischen Instituts entstanden. Nun, Philipp Lennart hat eigentlich seitdem dieses Haus steht selber nicht mehr allzu viel in der Forschung gemacht und schon gar nicht auf dem Gebiet der Radiologie. Aus dem Haus sind durchaus einige sehr bemerkenswerte Arbeiten hervorgegangen, insbesondere ein paar sehr gute Arbeiten von seinem Assistenten Ramsauer. Die Elektronenbewegung in Gasen betreffen und die im Grunde genommen eines der ersten Experimente war, der die Wellennatur des Elektrons bewies. Jeder kennt, oder fast jeder kennt, glaube ich, heute Herrn Lennart als einen Negativexponenten der Physik, indem er sich nach dem Ersten Weltkrieg und in der Hitlerzeit zu einem ganz wütenden Antisemiten und überhaupt sozusagen, ja nicht nur Antisemiten, sondern auch, er war auch ein großer Anti-Engländer. Das hing, glaube ich, mit dem G.G. Thomson zusammen. Der Antisemitismus von Philipp Lennart ist viel schwerer zu verstehen, zumal er mit dem Einstein, die haben sich gegenseitig ursprünglich bewundert. Und Lennart hat sich keineswegs darüber geärgert, dass es Einstein gelungen war und nicht ihm. Er hat die Experimente zum Fotoeffekt gemacht und Einstein war derjenige, der das Ganze gedeutet hat. Das hat ihn keineswegs geärgert. Er wollte sogar Einstein als Extraordinarius, als Ordinarius für theoretische Physik hier nach Heidelberg berufen.
Aber dann passierte Folgendes. Einstein hat, Lennart hat, er fand auch die Relativitätstheorie von Einstein eigentlich ganz gut. Und dann hat jemand anders auch so ein Buch geschrieben über Elektrodynamik bewegter Medien und Relativität. Und das, da hat Herr Lennart ein Vorwort geschrieben, in dem er sagt, das ist eigentlich auch ein schönes Buch. Nicht? Und das, dieses Buch hielt Herr Einstein mit guten Gründen für einen absoluten Mist und hat sich dann in der ihm eigenen spitzen Zunge etwas abfällig über Lennart geäußert. Und das ist Lennart zu Ohren gekommen. Und das kombiniert mit der Eifersucht mit dem J.J. Thomson muss diesen Wahnsinnskomplex ausgelöst haben, der Lennart dazu führte, zum Exponenten einer ganz neuen Sache zu werden, der deutschen Physik. Es gab, er teilte die deutsche Physik, also deutsche Physik, die Engländer und die Norweger, also Engländer vielleicht nicht so, aber Norweger und so, die waren auch noch, also die arische Physik, das war eben die richtige Naturwissenschaft, und da gibt es auch noch die jüdische Physik, und das ist also irgend so ein dunkler Abrakram, der eigentlich gar nicht wissenschaftlich ist. Spitze Zungen sagen, die Einteilung ist ganz einfach. Das, was Lennart verstand, war die deutsche Physik, das, was er nicht verstand, war die jüdische Physik. Lassen wir es auf sich gestellt, es ist eines der dunklen Kapitel der Wissenschaftsgeschichte in Deutschland und hatte auch verheerende Folgen für Heidelberg, insofern als Heidelberg in die totale Isolation geriet. Lennart hat dann bei dem Rathenau-Mord in den 20er Jahren, da mussten die offiziellen Gebäude flacken, Halbstock natürlich, und Lennart hat Vollstock geflackt. Das führte dazu, dass also eine erboste Menschenmenge von Sozialdemokraten und Studenten hier auf das Institut loszog. Und Lennart ließ es dann von seinem Werkstattpersonal mit Feuerwehrschläuchen verteidigen. Er wurde dann in Schutzhaft genommen. Also hat sich hier schon, das war aber eigentlich das Einzige, was sich hier abgespielt hat. Sonst herrschte im Wesentlichen hier oben mehr oder weniger Grabesstille. Nachdem Lennart emeritiert wurde, berief die Fakultät sehr zum Ärger von Lennart Walter Bothe. Walter Bothe war ein Demokrat. Erst wollten sie den James Franck aus Göttingen berufen, das hat aber, der war ja sogar noch ein Jude. Das hat aber Lennart zu verhindern gewusst, aber gegen den Walter Bothe konnte er nichts machen. Und jetzt muss ich sagen, wer Herr Bothe war. Bothe war der Erste, hat bei Geiger, hat vorher mit Geiger zusammengearbeitet. Und Geiger hat bekanntlich die Versuche gemacht, aus denen Rutherford dann die Existenz des Atomkerns erschlossen hat. War 6 Jahre hat er bei Rutherford gearbeitet und hat dann, nachdem er nach Deutschland zurückkam, diese neue Kernphysik nach Deutschland importiert. Und sein erster Mitarbeiter war eben Walter Bothe, der dann mit eben in Deutschland auf dem Gebiete der Kernphysik und auch auf dem Gebiete der Erforschung der kosmischen Strahlung, die Sie da unten in dieser Funkenkammer haben bewundern können, wenn Sie sich es angeschaut haben, geforscht hat. Nun, dann kam bekanntlich das Jahr 1933, und im Jahre 1934 hat Lennart dann, wurde er dann hier herausgegrault und kriegte auch eine ihm sehr viel genehmere Möglichkeit, weiter zu forschen. Bothe, ja, Entschuldigung. Ja, er nehme ich an dem Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, wurde eine, kriegte er die physikalische Abteilung, die dort frei geworden war, nachdem Herr Hauser, übrigens ein Lennart-Schüler, gestorben war. Nun, also Bothe hat dann ab 1934 am Max-Planck-Institut gearbeitet und die Grundsteine für die Heidelberger Kernphysik gelegt. Der Lehrstuhl wurde während der Zeit hier von dem Lennart-Schüler Becker wahrgenommen. Es bestand nicht etwa eine besondere Feindschaft zwischen Bothe und Becker, aber es tat sich in diesem Haus auch in diesen Jahren nicht so besonders viel.
1945 wurde dann Bothe wieder hierher intronisiert und hat dann bis in die Mitte der 50er Jahre hier das Institut geleitet und hat die Physik in Heidelberg, so wie Sie sie heute sehen, auf den Weg gebracht. Und zwar dadurch, dass er den Theoretiker Jensen aus Hannover berief, den Physiker, Experimentalphysiker Otto Haxel vom Max-Planck-Institut in Göttingen. Und etwas später gelang es auch noch, den berühmten Herrn Professor Kopfermann mit einem kompletten Institut dazu zu bewegen, von Göttingen nach Heidelberg zu übersiedeln. Damit war dann Heidelberg eigentlich wieder auf einen sehr guten Platz gelandet und die Forschung wurde im Grunde genommen in der Richtung fortgesetzt, in der sie die ganze Zeit vorher auch schon gelaufen war, nämlich die Erforschung, was eigentlich die Grundbausteine der Materie sind und was sie zusammenhält. Wie Sie vielleicht wissen, ich kann das jetzt natürlich nicht mehr erklären, war eine der denkwürdigen Ergebnisse dieser Herrn Jensen und Haxel des Schalenmodell des Atomkerns, wofür der Jensen einen Nobelpreis kriegte. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich gerne an dieser Stelle noch auf diese Nobelpreissache eingehen, weil das ein denkwürdiges Beispiel ist, wie man es auch machen kann. Ich werde, wenn ich fertig bin, nochmal hier ein bisschen stehen bleiben und den Leuten, die es interessiert, etwas von der Nobelpreisverleihung an Jensen erzählen. Nun, das war jedenfalls der Beginn der Physik, die Sie heute sehen, Erforschung der Grundlagen und der gleichzeitige Erforschung auch anderer Aspekte der Materie, wie Sie im Institut für angewandte Physik, aber auch hier in diesem Hause sehen können. Das Institut für Umweltphysik ist zum Beispiel auch eine ein Nebenprodukt, ein unfreiwilliges, das ist falsch. Haxel hat sich ganz gezielt zum Beispiel für die Radioaktivität der Atmosphäre interessiert, hat auch ein C14-Labor hier eingerichtet und daraus hat sich das Institut für Umweltphysik entwickelt. Nun, von der ganzen Geschichte, die sich hier abgespielt hat, möchte ich noch eine Historie erzählen. Und zwar, Sie haben, wenn Sie in den Labors waren, von den Teilchenphysikern bestimmt etwas gehört von dem Standardmodell und von den Quarks und wie man das alles so schön jetzt verstehen kann, wobei die besondere Beauty darin besteht, dass man auch ganz sicher ist, dass das Standardmodell nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Was hat Heidelberg eigentlich dazu beigetragen? Nun, da ließen sich einige Experimente anführen, an denen wir gearbeitet haben, die wir durchgeführt haben und die auch, oder an denen wir mitgearbeitet haben. Auch diese Driftkammer, mit denen diese Experimente durchgeführt werden, wurden in Heidelberg erfunden und entwickelt. Aber das, was ich erzählen möchte, ist sozusagen einen theoretischen Grundstein. Das ist die Stech-Jensen-Transformation. Oder auch, wie es damals genannt wurde, die Gamma-5-Invarianz. Heute ist das die chirale Symmetrie und ist unter verschiedensten Gesichtspunkten ist das eine ganz fundamentale Sache für diese ganze Richtung der modernen theoretischen Physik. Ich erzähle Ihnen natürlich nicht, was es genau damit auf sich hat. Diese chirale Symmetrie oder Gamma-5-Invarianz hatte die sonderbare Eigenschaft, dass wenn man es für ein einzelnes Teilchen fordert, die Parität verletzt ist. Und weil die Paritätsverletzung bei Stech und Jensen als von vornherein ausgeschlossen galt, weil das nämlich bedeutete, dass sozusagen die
Naturgesetze, mit denen sie eine Rechtsfarbe herstellen, andere sind als die Naturgesetze, mit denen sie eine linke Rechtsfarbe herstellen, jedenfalls wenn es sich um schwache Wechselwirkungen handelt, haben sie diese Gamma-5-Invarianz nur auf Paare von Teilchen, also zum Beispiel auf das Elektron und das Neutrino, angewendet. Ja. Nun, bald darauf gab es in Amerika zwei Leute, die gewisse sonderbare Phänomene in der Elementarteilchenphysik damit erklärten, dass sie sagten, die Parität ist vielleicht verletzt oder damit könnte man das doch erklären. Diese Arbeit erregte, weil das ein sehr wunderlicher Vorschlag war, durchaus Aufsehen damals. Und damals gab es in Heidelberg sogar einen jungen Mann, der sich überlegt hatte, dass man mit einem relativ einfachen Experiment nachprüfen könnte, ob das so ist. Und damit ging dieser junge Mann zu dem Herrn Jensen hin und der hat zu ihm gesagt, lass uns doch den Unfug beschäftigen, sich mit etwas besser, die Parität ist garantiert erhalten. Das hat der junge Mann dann auch gemacht. Wie schade für Heidelberg. Nicht nur für den betreffenden jungen Mann, sondern auch für Stech und Jensen, denn die wären natürlich dann sofort mit ihrer Gamma-5-Invarianz und chiralen Symmetrie unter allen Theoretikern total oben auf gewesen, wenn sie als Erste erfahren hätten, dass die Parität tatsächlich auch für Einzelteilchen, die Gamma-5-Invarianz auch für Einzelteilchen ist. Gut, so spielt das Leben und jedenfalls kann man, glaube ich, sagen, dass der Herr Marsilius, wenn er auf uns hier herabblicken könnte, doch wahrscheinlich einigermaßen zufrieden mit dem ist, was wir inzwischen in Heidelberg hier in der Physik aus seinen Anfängen gemacht haben. Und damit möchte ich jetzt die Vorlesung schließen. Wie ich schon angekündigt habe, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen nachher noch ein sehr lehrreiches Beispiel über die Nobelpreisverleihung an Jensen erzählen. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Ich danke Ihnen. Soll ich jetzt noch das erzählen? Wer es nicht hören will, der ist herzlich gebeten, rauszugehen. Ich fange mal aber schon immer an. Und zwar erzähle ich das deshalb, weil es so ein enorm interessantes Schlaglicht darauf wirkt, wie wissenschaftliche Kollegialität aussehen kann. Besonders interessant ist das für alle, die wir haben ja alle diese grässlichen Querelen in der Zeitung gelesen von diesen Amerikanern und den Franzosen um die Entdeckung des AIDS-Virus. Ja? Da geht es natürlich auch um einen Nobelpreis, unter anderem. Ja? Nicht nur, es geht auch um, unter anderem auch um den Nobelpreis. Das Schalenmodell ist auf die Weise entstanden, dass man schon in den 30er Jahren wusste, dass es da irgendwie so gewisse Regelmäßigkeiten bei den Atomkernen gibt, die man an bestimmten Zahlen festmachen kann. Dass diese Regelmäßigkeiten so eklatant sind, dass da irgendwie was dahinter stecken muss, wurde von Otto Haxel bemerkt, der seinen Baustein auf Baustein zusammentrug und sagen, das kann kein Zufall sein, dass Kerne mit den und den Neutronenzahlen oder Protonenzahlen sich einer besonderen Stabilität erfreuen. Das Phänomen kennt man ja von den Edelgasschalen, von dem periodischen System der Elemente, dass in dem Atomkern, wo alle Nukleonen durcheinander musen, eine solche Struktur auftritt, wie man sie bei den Elektronenhülle hat, wo sich alle Elektronen im Wesentlichen mal einfach danach richten, was sie da von dem Kern für Kräfte sehen. Schien absurd und ist auch eigentlich absurd. Und es hat ein Weilchen gedauert, bis man das wirklich verstanden hat, wie das funktioniert. Also jedenfalls hat Haxel gesagt, das muss so sein. Und im Übrigen gab es auch noch einen Herrn Süß in Hamburg, einen Physikochemiker, der die Häufigkeit der Elemente in der Erde und in den Sternen und so weiter untersucht hatte und der auch dazu gekommen war, an diesen magischen Schalen muss was dran sein.
dann ist es ihm schließlich mit großer Mühe gelungen, den Herrn Jensen dazu zu überreden, sich mit dem Problem zu befassen. Und Herr Jensen fand dann, dass man mit Hilfe der Spin-Bahn-Kopplung, das ist ein Prinzip, das es auch schon in der Atomhülle gibt und was dazu einen winzigen Effekt in die Spektrallinie führt. Wenn man annimmt, dass diese Spin-Bahn-Kopplung riesengroß ist, dann kann man diesen Effekt erklären von diesen magischen Zahlen. Nun, das ist also das Kernschalenmodell. Man fragt sich, warum hat eigentlich Huxley keinen Nobelpreis gekriegt, wo er doch die ganze Sache angedreht hat und das ganze Material zusammengetragen hat. Das hängt damit zusammen, dass gleichzeitig in Amerika eine Frau Göppert-Meyer das Gleiche gemacht hatte, und zwar sozusagen vom anderen Ende her. Frau Göppert-Meyer war bei Enrico Fermi, und Enrico Fermi hat zu Frau Göppert-Meyer gesagt, untersuchen Sie doch mal, was die Spin-Bahn-Kopplung bei Atomkernen ausmacht. Eine völlig absurde Fragestellung, aber so Leute wie der Enrico Fermi geben mal einfach auch absurde Fragestellungen an junge Damen aus, die bei ihnen also irgendwie als Theoretiker sich betätigen wollen. Ja, und Maria Göppert-Meyer ist dann eben auch ist sozusagen vom anderen Ende auf diese magischen Zahlen gekommen. Und sowohl Jensen als auch Huxley, aber insbesondere Jensen hatte ja sehr gute internationale Beziehungen, die kannten sich natürlich und haben sich gesprochen. Und dann, warum kannst du es nicht veröffentlichen? Ja, weil sie, das war noch kurz nach dem Kriege, waren diese Art von Forschung war noch klassifiziert. Sie kriegte nicht die Genehmigung, ihre Sache zu veröffentlichen. Die Reaktion der deutschen Kollegen war nicht etwa, ha, wie großartig, schnell, lass uns